Ja, herzlich willkommen hier zurück aus der Südstadt zu einem Kellerduell. Ja, mit dabei natürlich der Fang immer. Grüß euch. Frisch aus dem Keller. Ja, es ist der 9. gegen den 12. Ja, Mattersburg hat einen Erfolg gegen Alltag gehabt und 3 Punkte gemacht und hier hat Mira weiterhin keinen Erfolg. Schön gemacht hier. Hat Mira erst ein Tor erzielt. Oh, Alter. In der Liga und dann der Mattersburg 5. Aber auch 5 erst bekommen. Oh, der war schön. Oh. Oh, der war sehr schön. Ich bin für Abseits. Scherz. Aber der war jetzt schön gemacht von hinter sehr. Knapp aber doch. Ja, hinter sehr. Ist aber einfach nur bei der falschen Mannschaft. Ja. Oder ist das jetzt ein Aufwecken. Ja, man ist im Keller. Man hinterher kann man jetzt sagen, hat die 2 Treffer beide beteiligt gewesen. Den ersten hat er aufgelegt. Oh. Alter, aber was machst du so weit vorne? Oh, wichtig. Oh, schau, schau. Ja, wenn hier der Admira wirklich dieses Spiel verlieren sollte, dann schaut es schon wirklich sehr, sehr eng aus. Auch für sie nach eben schon 4 gespielten Partien noch keinen Punkt ergattert. Renner und Leitner. Stark, Starkel. Das weniger stark von ihm. Ah. Oh. Bürger, sehr präsent. Oh. Alter, schieß endlich! Alter, der hat jetzt nicht geschossen, Alter. Wappler. Und es geht schon wieder auf die andere Seite. Boah, hartes Tackling eigentlich. Alter.
Ich wollte gerade sagen, sehr auffällig spielt Gruber heute. Oh. Ja, muss sagen, beide Mannschaften spielen ein sehr gutes und schnelles Spiel hier. Auch Ortiz ist in der Verteidigung sehr auffällig. Danke. Oh, zu weit. Oh. Schön. Boah! Ja, der hat Zeit gehabt und der hat das gut gemacht, Jano. So empfiehlt man sich für das Tor des Jahres, sage ich einmal. Wuchtig aus der Distanz geschossen. Oh, und genau dann bricht der Kollege wieder ab. Das ist Reflex, ich hab gar nichts. Aber das sehen wir dann in den Highlights. Die Tore kommen ja vor, wenn es nicht so viele sind. Aber wichtig für den SV Mattersburg hier das Tor vor der Pause, kann man sagen. Und verdient. Die besseren Chancen hatten doch sie. Alter, aber er nimmt ihn jetzt wieder an, statt dass er wegspielt. Ja, man sieht es auch an der Chance und am Ballbesitz und an der Passgenauigkeit, dass da ein bisschen Admira noch was fehlt. Ja, Renner heute nicht ganz so präsent, muss man sagen. Bürger gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Da habe ich zuerst Bedenken gehabt, weil ich ja eher auf schnellere Spieler setze, aber Ja, nicht immer schnell ist das. nicht gleich immer gut. Und er fliegt, fliegt, fliegt. Sandy! Vorsager. Schön gelöst hier von Tirkov. Oh, shit. Ja, schön Hinterseher gemacht. schießt sein zweites Saisontor. Abseits. Alter, wieso habe ich das so gemacht eigentlich?
Ja, jetzt man heute gar nichts gesehen. Da wird das Feld räumen. Oh ja, schickt voll in seine ersten Hälfte. Stimmt. Oh. Was? Na, ich glaube, da war noch Apfel von dir. Na geh komm, Alter. Das wird schon sehr hart. Ja. Ja, nur der Torschütze macht seiner Mannschaft jetzt nicht leichter. Alter. Gut. Ah, schon. Es gibt Gelb Ich glaube, für das ihn, ist von jetzt wieder hier. gelb. Soiri. Ja, der Kipp beschwert sich dann noch mal. Ja, der geht auch nicht so auffällig. Bitte? Der geht auch nicht so auffällig jetzt eigentlich. Gut, der ist erst reinkommen. Ach so, okay, ja dann. In der zweiten Halbzeit. Ja, der Admira träumt jetzt natürlich von diesem ersten Punkt. Dabei schaut es mir gut aus für die ersten 3 Punkte. Ja, 20 Minuten noch. Sehr schön, Schmidt. Alter. Oh, das war nichts. Oh, nein! Wow. Überglücklich, aber. Alter, was macht der für ein Junge? Ah. Alter, das war sogar roter Schuss. Scheiß, die war dann. Ja, für Ko, ja, Joel, der zweite Saisontreffer. Und du hast dich beschwert, dass du von Lecky nicht viel gesehen hast. Er hat's eingeleitet eigentlich. Nein. Alter, Hau Alter, rein! Alter, Hinterseher 3-2! Alter. Alter, was war das jetzt bitte? 3 Tore Hinterseher! Haberer. Haberer, Alter. Goalie, Alter, wie kann man denn nur so beschissen auslassen, Alter? Bist du behindert, Alter?
Lukas Hinterseher, oh mein Gott. Übernimmt somit auch die Torschützenlistenführung hier. Ja, drei Tore auf einmal hatten wir noch nie. Von einem. Das auch nicht, ja? Wird er der konstante Torschütze? Bei der Admira. Vier Tore Admira, alle vier war er beteiligt. Oh, schön. Oh, das Ah, oh, du Tor. Trottel, schieß doch, Alter, du Behinderter! Wirklich? Du hast ja Zeit, Alter. Du hast ja Zeit und alle Zeit der Welt, Alter. Jetzt Abwehrschlacht. Ach Scheiße. Das gibt's nicht. Mit der Hand, Alter. auffällig genug. Zirkow. Ja, haut ihn rein. Ausgleich. Ja, so mit Zirkows erstes Tor. Ja, 3 Minuten Nachspielzeit. Ja, jetzt muss man diesen Punkt verteidigen. Alter. Ja, hat mir auch den ersten Punkt. Ja, waren die bessere Mannschaft, kann man sagen. Aber doch, man muss sagen, doch fehleranfällig. Ja, leider. Okay, ich drücke jetzt mal Fünfte. nicht. Bei so viel Toren will ich da nicht die Zusammenfassung rausschneiden mit jedem Tor. Ja, und das gab jetzt wieder keinen Sieger. Ja, stimmt. War das sehr Ist das schön der gemacht. heutige Fluch? Der sich schön eintritt. Platziert. Aber auch wieder schön zurückgefightet. Genau, ja, noch. Hat hier viel Platz. Schön gemachte Drehung hinter sehr. Na, dann vielleicht auch ein ausschlaggebender Punkt. Eigentlich auch leid. Er rutscht aus und kriegt den Ball. Ja, das bitte. Ja, das ist bitter. Schön den Ball erkämpft und dann kommt der Toko. Und dann hier auch sehr schön. Was hier los war, weiß man nicht, aber dann. Ist hinter sehr für ein Tänzchen bereit und in der 90. dann noch, naja, doch der kleine Rückschlag. 3 Punkte waren bis jetzt nicht vergönnt, aber es ist die Steigerung da.
Ja, der erste ist da. Und wir sehen Gutes uns beim Spiel nächsten Mal. trotzdem, torreich. Und Macht bis es gut, dann, bis dann. haut rein, ciao. Ciao und baba.